Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu iRacing und endlich mal wieder einem Highlight. Balsam auf die Seele, das hat richtig, richtig gut getan. Und ohne jetzt zu viel ankündigen oder teasern zu wollen, GT4, genau genommen im BMW M4 GT4 auf Sebring, ja gefühlt meine neue Lieblingsstrecke, auf der ich mich ja richtig wohl zu fühlen scheine. Ihr werdet es gleich sehen. Vielleicht auch mit einem Fünkchen Glück mit dazu, die richtigen Lücken zu finden. Aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Das war ein tolles Rennen und ich habe es einfach genossen und tief im Herzen eingeschlossen. Okay, ladies and gentlemen. To follow car number 17 in the right lane. Dann trauen wir uns mit GT4 auf Sebring, GT4 Falcon Tire Cup. Meine Grafikkarte scheint gerade ein bisschen zu leiden, also wirklich die Schilder und so weiter sind verdächtig unscharf. Also da gucken wir uns später auf jeden Fall nochmal den Grafikspeicher an. Das Phänomen ist heute jetzt irgendwie im Laufe des Vormittags plötzlich aufgetaucht, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen trotzdem Fahrzeuge vor uns. Das Wichtigste können wir definitiv sehen. Und jetzt freuen wir uns auf 30 Minuten Sebring. Und mit ein bisschen Konzentration hat es tatsächlich zu einer Startposition 6 gereiht. Das freut mich, aber es werden, wie in vielen Rennen, aber insbesondere hier auch auf Sebring, ein paar erste anstrengende Kurven. Wir gucken, dass wir da so gut wie möglich durchkommen. iRating ist nebensächlich. Es geht nach wie vor darum, das Safety Rating aufzubauen und Schritt für Schritt Punkte für die B-Lizenz zu sammeln. Und wir gucken einfach, dass wir so sauber wie möglich durchkommen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, die Texturen hüpfen gerade freudig nach links und rechts. Ich versuche mir jetzt mal keine Sorgen zu machen, aber ich denke, es läuft erstmal so weiter und dann schauen wir später einfach nochmal. Und ich komme jetzt Schritt für Schritt in die Konzentration rein. Sebring bietet sowieso nicht allzu viele Möglichkeiten, sicher in den Chat reinzugucken. Aber ihr wisst, wie das ist und ich weiß, ihr seid mir nicht böse, dass ich mich ein bisschen mehr auf die Strecke fokussiere. Und dann geht's gleich runter, Karton. So, Kamerad Schmalfuß da vorne. Den Mercedes sehe ich mit einer verchromten goldenen Lackierung. Sehe ich das richtig? Oh, der erste Abflug. Das ging schnell. Und das Rennen hat noch gar nicht begonnen. Und eigentlich wollte ich das mit der goldenen Lackierung nur sagen, weil es eher so Lackierungen sind, die ich aus Gran Turismo kenne oder aus Forza Horizon. Aber auch das ist erstmal nebensächlich. So. Letzte Gerade vor Start und Ziel. Konzentration. Das Pace Car verabschiedet sich gleich in die Box. Und dann geht's los. Blue Flag, das muss mir mal einer erklären, wo die herkommt. There's an incident in turn one. Looks like it's Ottenbacher. Oh, Jungs. Das ging schnell. There's an incident in Christensen. We think it might be Seeger.
Und so schnell landet man auf Platz Nummer 3, Ladies and Gentlemen. Jetzt müssen wir ihn nur noch halten. Wird noch ein langer Ritt hier. Nice one, Ralph. Good start. Wird ja auch aus mehrerer Hinsicht nicht so einfach, das zu halten, denn auch wenn es den einen oder anderen rausgedreht hat, waren dann ein paar ganz schnelle Fahrer mit dabei, die es dann auch wahrscheinlich schaffen, sich wieder ohne größere Mühen nach vorne zu arbeiten. Aber die beiden nach vorne betteln sich auch schon ganz schön. Mal sehen, wie lange sie diese Pace halten können. Und ich versuche jetzt hier gerade auch mal selbst, nicht zu viel Risiko einzugehen. Kurz auf die Zeitentabelle geguckt und fast in die Mauer eingeschlagen. Es muss nicht immer der Chat sein, der hier ablenkt. Je nachdem vermute ich, dass die Kameraden da vorne schon ein bis zwei Sekunden pro Runde auf jeden Fall schneller sind als ich. Deswegen da jetzt ernsthaft aufzuschließen, ist wahrscheinlich unrealistisch. Aber mal gucken. Vielleicht kommt irgendwann unsere Chance. Scheinen wir zumindest so einigermaßen auf Augenhöhe zusammen unterwegs zu sein. Der Abstand nach hinten wird größer, schreibt Marvin. Das sieht schon mal ganz gut aus, deswegen jetzt einfach möglichst halten. Sechs Sekunden sind's, das stimmt vollkommen. Auf Verfolger Sharon Mindprice. That lap was a 2:14.02. Thank you.
is now 2.0. Ah, ich erkenne schon noch die Lücken links und rechts, beziehungsweise die Stellen, wo ich das ein oder andere Zehntel liegen lasse. Bin mir nur noch nicht sicher, wie ich das abgreife, ohne noch mehr Risiko einzugehen. Oder zu viel Risiko. Aber den Abstand auf die Vordermänner kann ich so ungefähr bei einigermaßen stabilen 2 Sekunden halten. Wenn so der Rennfahrer in einem steckt, kriegt man natürlich irgendwie Lust, jetzt die beiden da vorne aufzuholen und ein bisschen mitzuspielen. Aber dafür reicht meine Pace im Moment nicht. Und die Sicherheit obendrauf auch nicht. Wissentlich, und ich sehe auch genau, wo ich die Sekunden liegen lasse, dass ich mich da gar nicht, wenn noch nicht so richtig traue, mehr ins Risiko reinzugehen. Und es geht ja auch nicht darum. Es geht ja wirklich darum, Punkte zu sammeln. Aber trotzdem, diese Gratwanderung zwischen Top 2 im Sichtfeld zu haben und das Ganze hier trotzdem so sicher wie möglich abzuschließen. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Und Knautschi absolut richtig. Sobald sich die beiden da vorne ein bisschen verspielen, kann ich auch ganz schnell wieder dran sein. Und Ketzes und Arenas scheinen da vorne auch wirklich auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Da kann durchaus noch was passieren. Gut. Fahrzeug in einer anderen Runde dazwischen. Das ist jetzt natürlich suboptimal. Aber vielleicht ist er ja auch schnell genug, um davon zu düsen. So, die ersten 10 von 30 Minuten sind rum. Also noch ein langer Ritt, der uns hier bevorsteht.
Das habt ihr auch gerade am Horizont gesehen, oder? Fliegende Autos, ihr habt sie auch gesehen. Ein kleiner Connection Glitch, der einen auch mal ganz kurz aus der Ruhe bringen kann. Wo ist der denn jetzt gelandet? Wollte der so weit gehen? Aber zumindest haben wir ihn hinter uns gelassen. Sehr gut. That lap time was 2:14.58. So, nach hinten wird der Abstand nach wie vor größer und die beiden da vorne bekämpfen sich nach wie vor sehr stark. Und das scheint ihnen im Moment auch ein bisschen Zeit zu kosten. Mich kann es nur freuen an der Stelle. Diese Exits hier, die können wir definitiv noch schneller nehmen. Sector 1 is 0.46 off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. Sector 3 is 2/10 off the pace. The gap in front is now 3.6 seconds. Minutes left. Okay, Ralph, half distance. We think about 16 minutes of fuel left. Oh, tatsächlich, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Er hat's wirklich weggeworfen. Und das scheint dem Führenden aber auch Zeit gekostet zu haben. Also da scheint es vielleicht eine Berührung gegeben zu haben. Thank you.
32. That last lap was a 213.62. That's half fuel. You've used half your fuel. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mein Puls nicht ein bisschen hoch geht. Und an der Stelle vielen Dank an Chris CK. Vielen Dank für die Verlängerung deines Prime-Abos. 14 Monate. Dankeschön. Da sieht man, dass iRacing kein Rage Racing hat. Wir können unser eigenes Auto in der Chromlackierung nicht sehen. Das nur am Rande. Ich werde es versuchen, Herr Crew Chief. So, gute 10 Minuten sind es noch. Und ich werde jetzt einfach versuchen, meine Pace zu halten. Und mich nicht selber hier unter Druck zu setzen. 10 Minuten remaining, 10 Minuten. Lap time was a 2:13.62.
pushing him. There'll be a chance here. Ja, wenn ich jetzt ein Pulsmesser dran hätte, ich sage euch, die Pumpe geht, wie sie schon lange nicht mehr gegangen ist. 10 minutes of fuel remaining. The gap in front is now 0.9. Und ich muss unbedingt versuchen, ihn zu ignorieren und eigentlich mein eigenes Tempo, mein eigenes Rennen zu fahren. Sonst schleichen sich nämlich hier genau solche Fehler ein. Und jetzt wieder rein in die Konzentration. Komm jetzt. Und ich versuche, die Ruhe zu bewahren. So, 5,5 Minuten sind es noch. Die Pace habe ich jetzt leider aufgrund von ein paar kleinen Fehlern jetzt nicht mithalten können. Okay, und jetzt bewahren wir die Ruhe. Komm, Haken dran. Den zweiten jetzt nach Hause retten. Weil jetzt merke ich, geht die Konzentration in den Keller. Quicker than you entering the hairpin.
zumindest bin ich auch jetzt mal in einen einigermaßen interessanten Rundenzeitenbereich gekommen. Die eine oder andere Runde habe ich ihn unter Druck setzen können. Und dann ist der Druck zu mir zurückgeschlagen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du reinschaust. Grüß dich. Okay. Wir gehen gleich in die letzte Runde rein mit über 9 Sekunden Abstand zu Matthew Veal. Müsste das eigentlich reichen. Aber jetzt wirklich nochmal voll rein in die Konzentration. Also da kommen wir anscheinend wirklich auf den letzten Tropfen jetzt hier auch über Start und Ziel. Das ist aber dann schon mal sehr gut zu wissen, dass wir das jetzt hier gerade so hinkriegen mit dem M4 auf Sebring. Alrighty, ladies and gentlemen, na komm. Auch wenn wir kurz, ganz, ganz kurz am ersten Platz riechen konnten. Well done, Ralph. Great drive. That's a podium. Haben wir das Ding auf den zweiten Platz nach Hause gefahren. Heieiei, aber ich bin auch wirklich Runde für Runde nervöser geworden, muss ich sagen. Schönes Ding, schönes Ding. Ach, und das tut zwischendrin doch einfach mal gut, oder? Das tut doch einfach mal gut. So ein Ding hier auch mal mit nach Hause zu bringen. Und jetzt bloß schnell raus, nicht, dass uns jetzt hier einer nochmal in der letzten Kurve rausschiebt.
Die 75 i-Rating nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Und dann genießen wir einfach mal den Moment. Sehr, sehr cool. Und vielen, vielen Dank für die netten Nachrichten. Alex, schön, dass du reinschaust. Wunderschönen guten Morgen.